Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf Kerstins Küchentraum. Heute ist der letzte Tag dieser HelloFresh-Woche und das ist das Rezept für diese Woche. Die gefüllten Putenröllchen mit Tomatenschmandsoße. Und ich habe natürlich wie immer schon alles soweit vorbereitet. Ich habe mir die Buschbohnen genommen, habe die einmal gewaschen, die Enden abgeschnitten und halbiert. Eine Zwiebel habe ich mir geschnitten und eine Knoblauchzehe, hier habe ich mir die Petersilie fein gehackt, hier eine Tomate gewürfelt, mein Fleisch ebenfalls schon gewaschen und abgetrocknet. Und hier habe ich mir jetzt Kartoffeln aufgesetzt, die Drillinge, die mit dabei waren. Und die haben jetzt das Kochen angefangen. Ich reduziere jetzt ein ganz klein bisschen bloß die Hitze und lasse die jetzt für 15 Minuten kochen. Und wenn die 15 Minuten rum sind, dann gebe ich die Bohnen einfach mit rein und lasse die auch nochmal 5 Minuten mitgaren. Und dann kann das Ganze durch ein Sieb abgelassen werden und erstmal beiseite gestellt werden, bis wir es dann brauchen. So, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Füllung, die nachher in die Putenrouladen rein soll. Und zwar brauchen wir dafür die Petersilie, die wir haben. Und da gehen wir jetzt circa die Hälfte der Tomaten hinzu. Dann nehmen wir uns den Schmand, da nehmen wir auch die Hälfte von dem Becher, also circa 75 Gramm. Und das Ganze wird noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Und einmal miteinander verrührt. Ich hätte mir auch mal eine größere Schüssel nehmen können, aber mit ein bisschen Geduld klappt das auch in dieser kleinen Schüssel. So, einmal meine Sauerei beseitigen. Dann nehme ich mir jetzt das Putenbrustfilet und schneide mir das einmal in der Hälfte auf, aber nicht komplett durch, sondern so, dass ihr das dann aufklappen könnt. Denn da kommt gleich unsere Füllung rein. Also ich kann es wirklich am besten, wenn ich meine Hand so flach auflege, weil ich dann so ein bisschen ein Gefühl dafür habe, wo die Klinge lang geht. Und dann kann man das Ganze eigentlich recht gut aufschneiden. Das Ganze würze ich mir jetzt mit ein bisschen Hähnchengewürz. Erstmal von außen ein bisschen. Und auch von innen. Und dann kommt auf jedem Stückchen ein Esslöffel von der Füllung. Ja, Schatz. Zeig mir und rosa. Genau, und dann nehme ich mir einfach die Pute und ich gucke mal, dass ich die Füllung ein bisschen mehr reinbekomme und fixiere mir das Ganze mit den beigelegten Holzspießen. Mir übrigens meinen Backofen schon auf 220 Grad vorgeheizt, Ober- und Unterhitze. Und jetzt gebe ich mir ein bisschen Öl in die Pfanne und werde da jetzt erstmal die Putenröllchen reinlegen und werde die kurz schön anbraten, denn die wandern dann auch nochmal in den Ofen und können da zu Ende durchgaren. So schauen meine Putenröllchen jetzt aus. Die gebe ich mir jetzt einmal auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und schiebe die jetzt einfach für 10 Minuten bei 220 Grad in den Ofen. In der Zwischenzeit kann ich mir schon mal die Knoblauchzehe und die Zwiebel anbraten, bis das Ganze richtig schön glasig ist. Ich salze das Ganze jetzt auch, damit die Zwiebel nicht so schnell bräunen, sondern eben richtig schön glasig bleiben. So, dann gebe ich mir, wenn das Ganze richtig schön weich und glasig ist, die grünen Bohnen mit dazu, die jetzt schon gegart sind in dem Kartoffelwasser.
Und dann haben wir hier noch etwas Bodenkraut, das kommt ebenfalls mit dazu. Durch das Bodenkraut riecht das Ganze auch wieder richtig lecker. So, nachdem das Ganze jetzt 2 Minuten angebraten ist, nehme ich mir das jetzt und fülle mir das einfach in eine kleine Schüssel. Jetzt nehme ich auch gleich dieselbe Pfanne und gebe mir da 100 Milliliter Gemüsebrühe rein. Und den Rest, was wir noch über haben von unserer Füllung für die Putenröllchen, gebe ich jetzt ebenfalls mit dazu. So, und das Ganze lasse ich jetzt richtig schön ein bisschen einreduzieren. In der Zeit kann ich mich weiter um den Salat kümmern. Also das lasse ich jetzt richtig schön vor sich hin köcheln, bis das Ganze so ein bisschen eingedickt ist. So, dazu gebe ich jetzt noch die restlichen Tomatenwürfel. Und dann kommen dazu 1 Esslöffel Öl. 1 Esslöffel Essig, bisschen Pfeffer kleines bisschen Salz. Das rühre ich einmal kurz durch und jetzt nehme ich mir dann schon die Kartoffeln, die ein kleines bisschen ausgekühlt sind, jetzt im Sieb, viertel mir das Ganze und hebe das dann auch hier ebenfalls noch unter. So, die nehme ich mir einfach, viertel das Ganze und gebe das mit dazu. Geht wirklich rucki zucki. Und ich esse übrigens sehr gerne gerade frische Kartoffeln auch mit Schale. Geht schneller, schmeckt auch super lecker. Ich hebe das zwischendurch einmal unter. Und hätte mir auch hier mal wieder eine größere Schüssel nehmen sollen, aber das wird schon. So, und wenn ich jetzt hiermit fertig bin, die Soße ein bisschen reduziert ist, dann kann ich das Fleisch aus dem Ofen holen. Das Ganze wird aufgetan und wir probieren natürlich wieder zusammen. So, meine Lieben, so schaut das Ganze angerichtet aus mit den leckeren Putenrouladen. Und ich bin natürlich schon wie jedes Mal super gespannt und wir probieren einfach mal. Also mit dem Bodenkraut kriegt der Kartoffelsalat einen richtig leckeren Geschmack. Ich probiere jetzt auch mal ein bisschen was von der Soße. Richtig lecker, fein würzig. Und die Petersilie da drin passt perfekt dazu. Und ich finde es besser, dass ich die Putenröllchen vorher noch ein bisschen gewürzt habe mit dem Hähnchenwürzer, weil sonst wäre es mir einfach ein bisschen zu lasch. Aber so in alles in allem ist das eine super leckere Angelegenheit jetzt. Also es harmoniert sehr, sehr gut zusammen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!